Ich habe die Geschichte von deiner Mutter gehört Ja. und du möchtest jetzt inshallah den Islam annehmen, ja? Freiwillig und überzeugt. Ja, freiwillig und überzeugt. Inshallah. Okay, dann sprich mir das Glaubensbekenntnis nach. Okay. Erstmal auf Arabisch und dann auf Deutsch, ja? Ashhadu Ashhadu an an la ilaha la ilaha illallah. illallah وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله. رسول الله. الله أكبر. الحمد لله. Du bist jetzt Muslim, الحمد لله. Ja, ich fühle mich besser. الحمد لله, الحمد لله. Alhamdulillah. Möge Allah dich inshallah stärken und festigen, inshallah. Du weißt, was das bedeutet? Ja. Das bedeutet, ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt, dass es keine Gottheit gibt, die angebetet wird, die angebetet wird, mit Recht, außer Allah. Außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed, sein Prophet und Gesandter ist. Sein Prophet und sein Gesandter. Und sein Gesandter ist. Hallo? Hallo? Ja, und sein Gesandter ist. Und sein Gesandter ist. Alhamdulillah, Achi. Alhamdulillah. Du bist Muslim, Alhamdulillah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dich stärken und festigen. Das ist jetzt der Schlüssel zum Erfolg, zum Paradies. Und jetzt kommen Pflichten, wie das Gebet, Fasten und. Die lernst du dann, inshallah, mit der Zeit, ja? Ja. Inshallah. Danke vielmals. Gar kein Problem. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch alle gemeinsam stärken und festigen auf dieser Religion, inshallah. Okay, dann mach's gut, inshallah. Okay. Und wenn du Fragen hast, kannst du uns gerne schreiben oder anrufen. Okay. Okay? Dankeschön. Alles Gute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Guten Abend und willkommen. Die Zahl der Deutschen, die zum Islam. Nicht nur zum Freitagsgebet ist die Zuhörerzahl. Der 20-Jährige ist vor 6 Jahren zum Islam gekommen. Islam als Vorbild. Ich wollte immer mehr erfahren und habe auch gelesen. Und das ist einfach die Wahrheit. Was haut einer herum? Dass der Koran, der Islam ist von Gott. Und das merkt man auch. محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ich war auch auf der Suche nach Glück und Zufriedenheit und bin in einer Buchhandlung über den Koran gestolpert und dachte mir, ich lese ihn mal. Ich habe ganz viel gelesen und ich hatte schon das Gefühl, wenn das Wort singt, wenn man etwas liest. Wunderschön. Also meine Eltern sind sehr christlich und mein Mann glaubt an gar nichts und ich war immer auf der Suche und jetzt habe ich es gefunden. La ilaha illallah Muhammadan Rasul Allah. هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صدقا من قلبي wahrhaftig von seinem Herzen ausspricht, der kommt ins Paradies. Ich war religiös und gehe das jetzt so, meine Seite, auf der ich die ganze Nacht auf die Videos gesehen habe. Ja, mein Herz ist bombeckig.